euch! Zwei Stück noch, Link. Da ist auch nur eins drin. Echt, bei dem kommt man so einfach rein. Gut. Ja, das Tor geht nicht mehr auf, Schweinerei. Ich weiß halt immer noch nie, wo das hin soll. Irgendwo von einer hohen Position muss ich da rein. Man kann halt nicht schön drehen, ne?
Ja, jetzt ist es nicht mehr im Lichtschein, ne? Nein! Jetzt habe ich es wieder nicht gesehen, wo es hinleuchtet. So vielleicht. Ich spacke jetzt viel rum, ne? Ich denke mal, also ich werde es komplett anders da machen müssen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo ich hin muss. Kann ich da eigentlich mit dem... Den kann ich da nicht durch, oder? Wo zum Fick bin ich? Ist das der Bossraum? Hä? Wo kommt das jetzt her? Wow. Ey, das habe ich aus dem richtigen Winkel, glaube ich, das nicht. Nee, warte mal, das muss vielleicht über alle vier gehen, ne? Da oben ist ein Alter. Bin ich denn jetzt ganz blind? Aber wo komme ich denn da weiter? Da oben? Ah. Ja, sorry für das Rumgetue. Aber ich probiere auch gerne mal rum, wie ich vielleicht was aushebeln kann.
So, alle vier. Sehr gut. Alle Energiespeicher sind... Damit sollte sich auch der Mechanismus in der Mitte wieder in Bewegung setzen. Los, Link. Schauen wir gleich nach. Ja. Was? Huch. Die Mechanismus scheint sich tatsächlich zu bewegen. Ja, soll er auch quälzen, der ganze Scheiße. Vor allem, nachdem ich blinder Sack halt nichts gesehen habe. Da war ich so auch schon drin. Das ist jetzt nichts mehr besonders. Voll langweilig. Was leuchtet da? Das ist eine LED. Die haben sie vergessen. Da ist doch die Schlampe schon wieder drin, oder? Komm raus, wo immer du bist. Na, schon wieder angefressen, ja? Ich weiß nicht warum, aber ich schaue ein bisschen überheblich aus. Ah, ich weiß ja wie. So, Link, jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Was macht sie mit ihren kleinen Fingern? Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher! Tot. Oh Ups. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, jetzt bin ich ja geheilt, ne? Und beim Boss. Aber ich glaube, meine Waffe ist im Arsch. Oh ne, ich bin nicht geheilt. Fuck you. Alter! Fuck. Wir sollten es mit derselben Taktik versuchen, die auch gegen Gyptos hilft. Ja, ich weiß. Nicht wirklich. Lass doch nicht immer an mir vorbei, was machst du? Huh?
holst du ihre Kumpels, oder? Ja, genau. Sie hat Gibdos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Oh mein Gott. Ah, es sind noch die Schnellen. Schieß halt! Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Ich hab keine Ahnung. Alter, wo schießt du hin? Verpiss dich. Laden wir schneller auf, Alter. Oh mein Gott. Nein! So ein Wichser ist vor mich gesprungen. Wo ist denn der Wasserfuzzi da? Hä? Warum hast du jetzt aufgehört? Alles in Ordnung? Ey, Alter, das ist so beschissen zum Einschätzen. Ey, Alter, warum hörst du denn mittendrin immer auf? Mach mit der Scheiße weiter. Warum ist die Sau jetzt hier unten? Hilfe! Scheiße.
Wo ist sie? Ah, okay, wenn sie erwischt wird, deswegen hört sie auf. Oh, nein! Alles in Ordnung? Hä, der Penner ist doch, der war doch gelegen. Warum, hä? Oh, Gott sei Dank. Alter, ist das eine nervige Sau gewesen. Ich glaube, die ist der letzte, der schwerste Boss von dem Haufen, oder? Würde ich jetzt behaupten. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Reihenfolge dann eher Orni, Zora und oder Orni, Goron, Zora und dann die Dinge wahrscheinlich, weil die Sand ist normalerweise immer das letzte Level. Nochmal eine Reihe. Alter, wie viele gibt's denn eigentlich? Was ist das? Wirst du gleich merken. Riju. Durch deren Adern mein Blut fließt. Sei gegrüßt. Oh, diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst, wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die sechs Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Nicht lange danach.
trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gelebt habe. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh. Grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht! Hä? Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue! Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. War schon cool. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass du eigentlich von den Weisen immer denselben Käse erzählt kriegst. Ich erzähle dir, was da was passiert ist. Wir haben gegen dich gekämpft. Ich war echt stark. Ich habe keine Chance gehabt. Und dann kommt halt das mit der Zelda ist dann bei jedem anders da, weil sie da ein bisschen was anderes sagt. Aber es ist eigentlich immer dasselbe. Es wäre cooler gewesen, wenn sie da mehr erzählen vom Kampf halt direkt oder so.
Und die haben einen neuen Tempel. Zwei Win-Win eigentlich. Was, die haben schon wieder alles aufgeräumt? Was ist los hier? Link? Hast du mitgeholfen, was den Stamm vom Unheil zu bewahren? Ja, dass die Auflösung des Sandsturms auch die Gipto-Angriffe an Ende fanden. Oh. Gewiss würde, wird der Aufbau einige Zeit dauern. Doch dank dir können wir endlich wieder an die Oberfläche leben. Captain Stamm ist der Gerude, danke ich dir. Passt. Mm. Aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Billa. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns zur Suche nach Zelda möglich weiterbringen könnte. Sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. Sie wurde so von meiner Vorfahrin bezeichnet und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Was, wenn es wirklich die Prinzessin war? Dann wäre jene Zelda, die in der fernen Vergangenheit lebte, die meine Ahnen kannte, die echte Prinzessin Zelda. Die wir sahen, muss einfach jemand anders gewesen sein, so ergibt die Sache, ganze Sache einfach viel mehr Sinn. Auch diese Theorie wirft meine Frage auf, als sie beantwortet. Zeit, Link, aber selbst jetzt, da uns die Gefahr droht, keine Gefahr durch den Sandsturm oder gibt uns droht, Gerudo statt nicht arglos den Rücken kehren, so viel ist es hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiter Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Spur von Riju. So. Mein Herz wäre höchster Freude über dieses Wiedersehen. Riju aus Gerudo-Stadt. Oder Riju aus Gerudo-Stadt. Bitte komm bald wieder. Bis dahin werde ich versuchen, weitere Informationen über Zeldas Verbleib zu sammeln. Ich begleiten kann, meine Macht als Weiße wird immer bei dir sein. Warte mal, warum ist jetzt da ein Ding drin? Achso, ich konnte es nicht mitnehmen. Oder ist die immer noch hier unten? Nee, jetzt ist sie nicht mehr da. Achso, deshalb war es eigentlich der Hinweis dafür, dass er den Stein dafür braucht. Warum liegt da einer am Boden? Zwei fehlen noch. Einen weiß ich nicht. Und einen weiß ich, dass denn der Typ im Ding hat. Dass ich jetzt mit dir reden darf. Gesicht nicht mehr verstecken. Juhu. Aber Asai sagt auch hier wohl Lektion, dass es noch nicht in Ordnung ist. Das erzählen wir lieber niemandem was. Das ist einer der Steine irgendwo in dem Haus drin, was zu war vorher. Hey. Alter, was ist das? Grill-Luxus-Wild.
Da trainieren die. Ging's ja nicht mal runter? Das ist die Schule für die Soldaten. Aber cool, wie viel Wasser hier auch jetzt fließt und alles. Vielleicht auch relativ. Hey, warte mal, wer ist da hinten? Ist das nicht der eine? Oh, hier oben fließt auch die ganze Zeit Wasser? Sei still, wenn du Lärm machst, entdecken uns die Soldaten. Außerdem sind von unten Stimmen zu hören. Dass man zu einem aufgezogen ist, Geist erholen, Mann von Monster umgebracht wurden. Okay. So wie derselbe. Gibt die hier? Tut ins Abdecken des Lochs im Fußboden. Oh, ich bin wieder hier. Wasak! Hi! Und da war ich, glaube ich, nicht mehr drin. Alter! Angriffskraft hoch, Diamantstürmbahn. Kälteschutz. Hitzeschutz, Elektro, Schwimmtempo hoch, Bernsteinohrringe. Cool. Oh da, wie schön der glitzert. So, bevor der so besonders schnell sein soll, schau mal hier. Ist doch toll, oder nicht? Konnte ich endlich wieder raus ins Freie und da sah ich ihn einfach in der Gegend rumliegen. Komisch, aber weißt du doch echt Chips, findest du nicht? Ich brauch diesen Ball. Ja. Niemals ich, den habe ich zuerst entdeckt. Aber du bist vielleicht doch besonders clever für den... Woi. Kannst du, wie toll dein Ball ist? Wenn du es unbedingt haben willst, könnte ich ihn dir vielleicht leihen, aber nicht für umsonst. Ich spiele, wenn du mich besiegst, dann bekriegst du ihn. Zweimal sagen. Wenn wir Wettkämpfe machen, lass uns die Untergrundstadt gehen. Da sind wir. Um in die Stadt gezogen, deshalb bist du im ganzen Untergrund mein Spielplatz. Irgendwo ein Sandrobbenstoff hier. Wenn du schnell genug findest, hast du gewonnen. Wohin, wohin? Hier? Nee, hier ist besser. Boah, nee, hier, total vom Bett verdeckt. Finden sie nie und nimmer. Ehrlich. Muss nie im Leben drauf kommen. Die einzigen Betten sind doch hier. Boah, hast du gefunden? Riesen Glückwunsch, Herr Woy. Das musst du erstmal nachmachen. Eingang in der Untergrundstadt gehen und dort weiterreden. Echt irre, wie das Versteck ausfindig machen konntest. Dann darfst du jetzt auch meinen Ball haben, wie ich versprochen habe. Spiel damit so viel du magst. Suchspiel. Weißt du was? Aschi hat aber was gesagt. Aber spiel, bist richtig nett. Lass uns mal wieder eine Runde spielen.
Ja, wird so viel extra wieder laufen wegen dir. Sind die einen Typen eigentlich vor der Stadt? Ja, lassen wir den erstmal liegen. Kann ich auf den reiten? Nicht weggehen. Was ist los? Achso, jetzt kommt sie raus. Kannst du hier Geisterhilfe rufen? Aber ich kann immer nur zwei zur Hilfe. Ja, ich kann drei nehmen? Ich dachte, es geht immer nur zwei. Dann gehen wir erst mal zurück. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Scheiße, wie viel Uhr ist eigentlich? Oh, shit. Aber ich will das noch schnell mit den Bällen machen. Mal, wo ist der Ball hin? Da hinten. Junger Mann, bist du auf einem Weg hier vielleicht einem Mann mit Vollbart begegnen? Seine Tür ins Haus zu fallen. Ich habe meinen Freund Pondos schon nur eine Weile nicht mehr gesehen. Gasthaus geflohen. Und plötzlich war Pondos verschwunden. An dem aufgewirbelten Sand konnte ich nicht besonders viel erkennen. Ich meine, gesehen zu haben, wie Pondos Richtung Westen gegangen ist. Eigentlich eine Regel für den Fall, dass jemand von der Gruppe getrennt wird. Kannten Ort mit einem hohen Gebäude oder so warten, bis die anderen ihn finden. Ich hoffe nur, dass es nicht in einen Treibsandtrichter geraten, der es in der Gegend überall gibt. Na gut. Dann machen wir es halt doch nicht mehr. Oder heute vielleicht schon, aber nicht mehr um die Uhrzeit. Erst später, wenn ich eine Runde gepennt habe. Ach Gott. So, dann bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Alter, ich glaube, ich habe schon so lange nicht mehr Zelda oder irgendwas anderes gespielt. 5 Stunden Aufnahme, aber jetzt ist ein Haufen Zelda-Folgen für euch da. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.